Meine lieben Zuschauer da draußen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Beim letzten Mal haben wir das das fünfte Assassinengrab geplündert, auch wenn das eigentlich von der Ordnung her das letzte gewesen wäre, das sechste, denn das andere hatten wir ja schon vorher freigeschaltet. Jetzt haben wir fünf und das sechste ist auch noch auf der Karte, damit haben wir dann alle, wenn wir das noch geschafft haben. Und dann können wir uns endlich unseren Lohn abholen in Monteregioni. Und das möchte ich ja schon die ganze Zeit, deswegen kann ich nicht irgendwie nach hinten rudern? Doch, kann ich. Hä, nee, irgendwie doch nicht. Will nicht nach vorne. Mann, lass mich in Ruhe, blöde Gondel. Wir laufen einfach mal noch in die Richtung da. In der Hoffnung, dass wir das letzte noch machen können. Jetzt ist hier irgendwie gerade Karneval in Venedig, sehe ich. Die feiern hier alle. Ist ja schön für euch, dass ihr feiert. Aber da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ich möchte nur zu meinem letzten Assassinengrab. Nur ein Ziel vor Augen. Oh, ich werde jetzt von der Gondel überfahren, glaube ich. Nee, war knapp. Okay, Glück gehabt. Den Herold können wir eben bestechen. So, der weiß Bescheid. Der kriegt ein bisschen Geld. Ach Jungs, da muss man doch nicht direkt ausrasten. Ich will doch nur eure blöde Kiste haben. Oh, da kam mir noch ein Dieb direkt rein. Direkt noch ein Dieb vor die Nase gelaufen. Direkt in den Speer rein, direkt ins Wurfmesser rein und hat nochmal eben 1500 da gelassen, so als kleines Geschenk. Den habe ich nicht mal wahrgenommen und zack, 1500 bekommen. Der ist mir wirklich direkt da reingelaufen, oder? Nicht schlecht, na gut. So, lasst mich mal in Ruhe. Ups, sorry. Der muss spät dran sein. Wir haben echt Kohle ohne Ende. 45.000 jetzt und, noch so einer. Ups, jetzt habe ich die falsche umgehauen. Was hast du für ein Problem? Wollte ich nicht, sorry. Wo ist der denn jetzt hin? Ach, der läuft da oben lang. Ja gut, für die 1500, ich habe ja gerade gesagt, wir haben mehr Geld, als wir ausgeben können, also lohnt sich das nicht. Aber der lohnt sich. Komm, tu mal die blöden Wurfmesser weg jetzt und dann gehen wir mal mit dem Versteck, mit dem Dolch hinterher, das geht besser. Zack, 75%. So, und dann können wir uns das direkt wieder zurückholen, indem wir hier mit den Jungs. Ach du Scheiße. Das sind ja wenige. Ich glaube, da machen wir mal Plan B. Rauchbomben! Rauchbomben sind immer noch das beste Mittel, wenn man viele loswerden will, die sich nicht wehren sollen. Und noch eine hinterher. Und zack. Und zack. Das ist echt super. Also Rauchbomben sind immer schon das beste Mittel gewesen. So, jetzt habe ich ein Problem. Der Palast ist überall zu. Und ich würde da gern rein. Wie machen wir das? Hier ist erstmal eine Kiste. Der Palast ist überall zu. Wir müssen irgendwie reinkommen. Alle Türen geschlossen. Vielleicht sind die auch nur tagsüber offen oder sowas. Das Haupttor ist ja auch zu. Und hier ist alles zu. Ja, jetzt habe ich natürlich 3000 Wachen hinter mir. Macht ja nicht unbedingt was, nur ich wüsste halt gerne, wie wir mal reinkommen. Als wir damals bei der Mission da waren, waren die Türen ja offen. Aber warte mal, doch, da kommen wir ja zumindest hoch, ne? Da waren wir ja schon mal hochgegangen. Vielleicht kommen wir da auch jetzt irgendwie rein. Man weiß ja nicht. Mal ausprobieren ist es wert. Ausprobieren ist es wert. Wenn wir zumindest hier schon mal aufs Dach kommen, ist ja schon mal etwas. Ich meine, wir werden wahrscheinlich echt nirgendwo über diesen Zaun kommen. Das war ja damals schon das, was wir gesagt hatten. Aber müssen wir vielleicht auch gar nicht. Denn hier ist es. Das ist das letzte Grab. Vielleicht hätten wir auch damals schon hinkommen können, wenn wir den Weg übers Dach gefunden hätten. Aber ist egal. Jetzt sind wir hier. Und jetzt können wir hier auch das letzte Grab noch machen. Und dann haben wir alle. Ich bin froh. Ich freue mich. Mal eben Medizin einschmeißen.
Und hier ist es endlich. Gut versteckt da ganz oben in der Ecke. Das müsste eigentlich Nummer 5 sein, glaube ich. Wow. Ah, schau mal da. Das Geheimnis von San Marco, die Rätsel der Basilika San Marco lösen und das Assassinsiegel finden, das darin versteckt ist. So, jetzt ist ja das Puzzle, sollen wir aktivieren. Jetzt ist ja da hinten was aufgegangen. Und ich hätte jetzt gedacht, wir können da einfach hingehen. Aber das ist noch gar nicht der Sarkophag, das wäre ja zu schön. Das ist irgendein Puzzle, das wir aktivieren sollen. Na dann, aktivieren wir mal das Puzzle. Die 4 Tests bestehen. Okay. Test Nummer 1. Irgendwo da hinten lang. Das ist also jetzt was ganz anderes als das, was vorher war. Als die sonstigen Assassinengräber. Wir müssen irgendwo da oben dran kommen. Irgendwie, irgendwo. Und vermutlich auch noch auf Zeit. Den Hebel betätigen, bevor er verschwindet. Genau das ist es. Ach Gott. Das wird hart. Das wird hart. Also ich soll zumindest hier lang. So ein bisschen wird einem der Weg ja Gott sei Dank gezeigt. Ich vermute mal hier lang. Auch hier sehen wir wieder so Zeitbalken. Auch da jetzt wieder ein Zeitbalken. So, jetzt hier links lang. Da muss ich ja irgendwie lang klettern. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft und tickt und tickt und tickt. Wir müssen weiter. Wahrscheinlich irgendwie an der Orgel hoch oder was. Wo soll ich denn jetzt weiter? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es lang geht. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, wo es lang geht. Da oben muss ich dran. Ja, und wie an der Orgel hoch, dachte ich. Ist auch richtig. Ja gut, spring dran. Spring dran, du blöder Idiot. Meine Güte. Das hat geklappt. So, da wird natürlich jetzt, da soll ein Assassinen-Logo entstehen, glaube ich. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig aus. Den ersten der 4 Tests haben wir damit. Puh, sehr schön. So, ab zum zweiten. Und wo müssen wir lang? Da ergibt sich was. Irgendwie da lang und da hoch. So richtig offensichtlich sind die Wege dann doch nicht gezeigt, aber über die Kreuze sollen wir. Irgendwo weiter und dann da oben irgendwie an so einen blöden Hebel wieder dran. Meine Güte. Wir versuchen es einfach mal. Den Hebel betätigen, bevor er verschwindet. Die zweite. So. Jetzt bin ich hier. Und jetzt? Hier weiter, das war zumindest schon mal angezeigt worden, dass wir da lang sollen. Und ich glaube, hier ist auch richtig. Über diese Balken. Und das müsste auch stimmen. So weit. Hier. Und dann jetzt irgendwie über die Kreuze drüber, oder? Genau. Das ist richtig. Nicht nach unten. Du, Mann, wieso? Ich habe ja nicht mal was gedrückt. Ich habe nicht mal was gedrückt. Und er läuft da und springt da runter. Da kriege ich die Krise bei sowas, ne? Das hasse ich ja. Man hat ja genau vor Augen, was man machen möchte. Und er läuft irgendwo anders lang. Und du denkst dir nur, Alter, muss das sein? Vor allem, weil jetzt werde ich das nochmal machen. Werde fast da sein. Dann ist der Hebel weg. Dann muss ich sowieso nochmal machen. Also kann ich es eigentlich auch abbrechen. Aber ich will trotzdem noch mal eben den Weg reinkriegen.
wenn ich hier lang gehe, jetzt ist nämlich die Zeit gleich vorbei. Also dann über die Kreuze und dann... Ja, er springt auch so wieder nach unten, also ohne Grund. Dann warte ich jetzt eben. Das ist das Blöde bei diesen Zeiträtseln. Dann springt er dann immer woanders hin. Und dann musst du wieder jetzt warten und dann... So, jetzt ist, glaube ich, die Zeit wieder von vorne. Also, hier lang, mein Lieber. Und dann sollst du da lang. Und dann sollst du hier lang und da dran. Das ist soweit alles richtig. Machst du fein. Und jetzt hier an dem Geländer lang. Wobei ich bezweifle, ob wir es überhaupt müssten. Wahrscheinlich könnten wir auch über den Schrank nach oben oder hier irgendwie hoch. Und das ist auch richtig. Und jetzt da und dann auf die blöden Kreuze. Und da wieder bitte nicht runterspringen. Du sollst nur... auf das blöde Kreuz drauf. So. Und dann auf das andere Kreuz. So. Und dann darüber. Das sollst du machen. Und dann können wir hier über diese Balken laufen. Und das bringt uns was, dass wir jetzt da sind. Und dann können wir, den Hebel ziehen, glaube ich. Wenn wir jetzt hier an dem Ding hochlaufen... Ich muss ja irgendwie da hoch. Halt dich fest, du... Halt dich doch fest! Halt dich doch fest! So, geht doch. Oh, wir haben es geschafft. Meine Güte, werde ich ja nervös, wenn der das nicht richtig macht. Jetzt haben wir es aber und da kommt das nächste von dem Assassinen-Logo. Wir sehen ja schon, was das jetzt werden soll. Es wird ein wunderschönes Assassinen-Symbol. Da unten in dem Kirchenmosaik. Jetzt haben wir zwei geschafft. So, mit Mühe und Not. Jetzt kommt das dritte, pass auf. Irgendwo lang. Ich weiß noch nicht, was das genau sein soll. Da unten irgendwie lang, dann da hoch. An das Kreuz. Dann schwingen. Und dann kommt da ein Schalter. Na gut, schauen wir mal. Den Hebel betätigen. Irgendwie ja hier lang. Vielleicht soll ich auch hier an dieser komischen Wand hoch. Soweit sieht das schon mal ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier, vielleicht kommen wir da irgendwie auf die Stangen. Genau, das war das, was ich wollte. Dann können wir hier weiter. Das ist soweit richtig. Und dann geht es nämlich hier hoch. Ja, das ist super. Sehr schön, ich bin zufrieden bis hierhin. Dann nicht an der Wand hochlaufen, sondern hier zu dem Kreuz. Noch weiter nach oben, noch weiter, noch weiter. Und rüber. Und jetzt noch schwingen und dann haben wir es, glaube ich. Sehr schön. Das war Nummer 3 und das Assassinen-Symbol nimmt langsam Form an. Genial gemacht eigentlich, ne? So irgendwelche Rätsel hier in der Kirche seit ewigen Jahren und keiner hat es natürlich mitbekommen, außer uns jetzt. Und wir müssen hier irgendwie lang turnen und dann werden da irgendwelche christlichen Mosaike... zu einem Assassinen-Symbol plötzlich. So, und das ist jetzt hier das vierte und letzte. Da an den Block hoch. Da weiter nach rechts. Und dann hoch. Dann irgendwo da hoch. Und da an den Hebel. Sieht machbar aus, wir werden sehen. Also erstmal muss ich, glaube ich, hier an dem Teil hochlaufen. Beziehungsweise wahrscheinlich von dem irgendwie dran springen. So, das sieht auch gut aus. Jetzt hier über die Baustelle, die natürlich genau jetzt da so steht. Genau geplant alles. Und dann hier rüber, oder? Ist das richtig? Weiß es nicht. Vielleicht sollte ich auch da hoch, ne? Mal schauen, warte mal. Ich glaube, wir sollen hier hoch. Das sieht gut aus. Ja, und jetzt nach oben. Ich meine, die Wege braucht man gar nicht. Man würde ja auch irgendwie so hier nach oben kommen. Da wird es ja Leitern geben und sowas, aber... natürlich muss ich hier hin. Gottchen, was ist das denn bitte?
Huch, was war das denn? Hey, was ist denn der Plan? Ja gut, das schaffen wir jetzt zeitlich nicht, das merke ich schon, aber ich probiere trotzdem mal eben aus, wie es geht. Irgendwie nach da oben. Und dann rüber. Aber da passiert doch nichts. Bin ich blöd? Oder sollen wir hier unten an dem Ding lang? Vielleicht sollen wir auch einfach nur hier lang dran. Ja, ja, ist ja gut, ich weiß. Ich wollte nur eben schauen. Wahrscheinlich sollen wir nur hier irgendwie lang, oder? Ich glaube, wir müssen gar nicht da diese blöden Hufeisen hoch. Die sind bestimmt nur Verarsche. Nee, müssen wir doch, weil wir kommen... Kann er ernsthaft von hier nicht da oben dran? Ist doch ein Witz, oder? Kann er echt nicht. Ja gut, dann versuche ich es dann nochmal eben so. Ich will wissen, wie es geht. Irgendwie hier hoch. Und dann wechselt ja auch die Perspektive. Ach so, und dann ist da aber eigentlich eine... Wand. Aber dann... Ja, er springt dann immer nur bis dahin. Komisch, weiß ich noch nicht. Müssen wir nochmal probieren. Aber der Weg so weit war ja richtig, glaube ich. So, also. Wir machen es nochmal. Hier hoch. Und auf die andere Seite. Dass wir auf dem Block sind. Und dann hier über die Baustelle weiter. Und dann aber direkt nach oben. Da war ich ja erst woanders lang gegangen. Da sparen wir uns jetzt auch Zeit, wenn wir erst hier noch hingehen. Aber das hilft mir alles nichts, wenn ich den letzten Schritt noch nicht verstanden habe. Und den habe ich noch nicht verstanden. Was da genau erwartet wird. Weil da ist irgendwie eine Wand, da kann ich gegen springen. Aber was habe ich davon? Habe ich noch nicht verstanden. So, da ist jetzt... Ich kann hier hoch... Davon hier komme ich doch nicht da dran. Doch, jetzt hat er es geschafft. Vorher nicht. Komisch. Ja gut, das ist das Spiel. Das sind die Rätsel des Spiels, die man nicht verstehen muss. Aber jetzt haben wir das Symbol vollendet. Wow. Genial. Genial. Und wir haben damit, glaube ich, auch schon die Grabkammer freigelegt. Ich glaube, wir haben die Grabkammer schon freigelegt jetzt. Wir müssen, glaube ich, gar nichts mehr machen. Nur noch reingehen und plündern. Juhu! Endlich! Wir haben es geschafft, Leute. Das letzte Assassinengrab. Das war aber auch so von dem Kletter-Skills her das Schwierigste. Nicht leicht, aber wir haben es hingekriegt. Sogar alles in einem Part. Ich plündere natürlich erstmal noch hier die Kisten. Und dann freue ich mich schon wahnsinnig drauf, so schnell wie möglich in Modrigioni zu gehen und unserem Onkel zu zeigen, hey, guck mal. Ich hab's geschafft und du nicht. Na dann mal her damit. Haha. Die Schlange. Los, lass mich raus. Ich will nach Modrigioni. Raus, 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 raus. Siegel von Amunet eingesammelt. 6 von 6. Dafür gibt's nochmal Geld. Das Geheimnis von San Marco ist abgeschlossen. Jetzt muss ich schnell noch einen Schnellreisepunkt finden. Oh mein Gott, Leute, ich freue mich. Ich freue mich wahnsinnig. Schönes Gebäude. Schönes Assassinengrab. Das coolste eigentlich so von den Aufgaben her, fand ich. Dass da im Wasser, das, was er davor gemacht hat, im letzten Part, das war ja irgendwie düster und eklig. Aber das hier war richtig schön gemacht. Und hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und jetzt bin ich natürlich voller Vorfreude. So, wo ist der Schnellreisepunkt? Schneller, wo ist er? Nein, ich will nicht die blöde San Marco-Kapelle angucken. Ich will wissen, wo der Schnellreisepunkt ist, der nächste. Da ist er, ist nicht weit. Kriegen wir hin. Lass mich hier in Ruhe, du Blödmann. Blöder Gesangsknabe. Truhe der Villa ist voll. Es wird kein weiteres Einkommen erzielt. Ja, ich bin ja auch schon auf dem Weg, um es zu plündern. Sehr gut, da sind wir ja genau richtig jetzt. Wenn sowieso die Truhe voll ist. Hallöchen. Ich würde gerne nach Modrigioni zur Villa. Und zwar so schnell wie möglich. Einmal ein Taxi.
Beam me up! Unsere Rüstung ist sowieso beschädigt. Wir können also wirklich gut eine neue gebrauchen. Boah, ich weiß noch, als ich das damals zum ersten Mal gespielt habe, das war voll der riesige Moment so. Endlich die Siegel alle zu haben, nachdem man lange gespielt hat und nachdem man viele von diesen komischen Gräbern gemacht hat. Und wenn man sie dann endlich hatte, alle sechs, das war schon ein cooler Moment. Und jetzt freue ich mich auch echt da wieder drauf, da reinzugehen und die zu holen. Müssen wir erst zum Onkel ins Büro, ne? Beziehungsweise ich gehe erstmal noch die Truhe plündern und die Stadt aufbessern. So viel Zeit muss sein. 35.000 und 37. Kiste ist wieder voll. So. Buongiorno. Gib mir noch eben das letzte Upgrade, dann haben wir Montregioni auch fertig. Sollen wir uns die Liste anschauen? Gibt leider nur noch eine Sache, nämlich den Kunsthändler. 8.000, her damit. Ich habe immer noch über 70.000 dann. Buon viaggio. Ja, damit haben wir die Stadt fertig, ne? Nochmal 21.000 drauf. So, schön nach unten, schnell. Meine Güte, ich bin aufgeregt. Hier, da leuchtet's. Das ist, Hulan Gall. Dran mit dem Siegel. Drei Stück hatten wir noch im Lager gerade. Linke Seite ist offen. Dann haben wir hier die Schlange. Und das ist, Amunet. Die kriegt auch ihre Platte. Und damit fehlt nur noch das Schwert, beziehungsweise der Dolch. Und dann sind wir fertig, Leute. Und der hier, der letzte, das ist Leonius. Altair, ich danke euch für dieses große Geschenk. Möge es mich vor meinen Feinden beschützen. So! Wir haben es geschafft. Mondrigionis Wert erhöht sich noch einmal. Und wir haben jetzt die Rüstung an. Meine Güte, geiles Teil auf jeden Fall. Und guckt euch mal bitte unseren Lebensbalken an, wie sehr der gerade in die... wie sehr der gerade angestiegen ist. Genial. So, jetzt können wir noch dann in die Stadt gehen natürlich, können uns da noch sonst was kaufen. Wir haben ja noch Kohle ohne Ende, 76.000. Wir haben die Stadt nämlich fertig und wir haben die Rüstung endlich. Und ich meine, das sieht ja genial aus, der Lebensbalken oben. Und die Rüstung gefällt mir auch gut. Und jetzt heißt es nur noch für uns hier mal eben beim Schmied vorbeischauen. Munition und sowas, alles können wir noch eben machen. Und dann machen wir mal einen Cut. Ups, das war jetzt genau eins zu wenig. So, Rauchbomben. Da fehlt uns auch noch ein neuer Beutel für die Rauchbomben. Kleine Waffen. Was ist denn das teuerste, was du hast hier an Messern? 5.000, 7.000, der hier wahrscheinlich. 4-4-2. Ich glaube, das ist der stärkste, den er hat. Die gekerbte Ochsenzunge. 4 Schaden mehr, 4 Tempo mehr, 2 Schutz mehr. Nehmen wir mit, haben wir das Geld ja für. Und dann hätte ich gerne noch, du hast ja auch noch andere Waffen. Was ist da das teuerste? 17.000 ist natürlich schon ziemlich viel. 21.000 hier für ein Schwert. Und Altairs Schwert kostet 42.500. Komisch, dass das nicht bei der Rüstung dabei war. Hat aber 3 Schaden mehr, 2 Tempo mehr und 1 Schutz mehr. Ist alles auf Maximum. Und das kaufen wir uns. Wofür haben wir denn Altairs Rüstung, wenn wir nicht Altairs Schwert haben dürfen? Rüstungsmäßig, glaube ich, ist alles jetzt schlechter. Wir haben jetzt die stärkste der stärksten Rüstungen. Also besser geht nicht. Und reparieren brauchen wir auch nicht mehr. Beehrt mich bald wieder. Und jetzt haben wir auch noch das Schwert dazu, das passende. Sehr geil, ich freue mich. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Walle. Endlich. Bye, bye.